Ich finde das super, so machen wir jetzt immer Interviews. Warte, dass meine Stimme so klingt. Ich lese sie erst vor und überlege mir dann, wem ich sie frage, okay? Geil. Was war euer erster Eindruck voneinander, als ihr euch kennengelernt habt? 2001, 2000, am Set von, in irgendeinem, am Set von Verdammt verliebt. Ja, genau. Und in so irgendeinem Park oder irgendwas und du hast Laura mehr angebaggert in der Rolle. Nee, wir dürfen auch fragen. Ja, du bist auch so. Ich wusste, dass du als Nächster bist. Nein, ich glaube. So gut kennen wir uns schon. So gut kennen wir schon. Was ist das erste Wort, das euch zum Film einfällt? Das erste Wort ist perfekt. Geheimnis. Lustig. So, Elias, du bist dran. Du kannst selber ziehen. Entschuldige. Ich weiß, du bist schon nochmal ordentlich für dich. Wie war das erste Wiedersehen nach den Dreharbeiten, Caro? So, ich muss beantworten. Es war total schön. Wir haben uns super gefreut, dass wir uns endlich alle wiedergesehen haben. Stimmt's? Ja. Man ist sehr lange. Es war sehr wild und wir waren kaum zu bändigen tatsächlich. Weil wir haben auch ein bisschen, uns wurde Wein gegeben, das ist immer ein Fehler. Ja, bei mir ist es sofort ein Fehler. Es war sehr früh, sehr vertraut. Also 45 Tage am selben Ort, das verbindet dann doch. Ich finde das super, so machen wir jetzt immer Interviews. Warte, könnt ihr euch noch an das erste Autogramm, das ihr gegeben habt, erinnern? Oh mein Gott, ich kann mich erinnern, dass ich damals auf jeden Fall noch eine ganz lange Unterschrift hatte. Und die musste ich dann verkürzen, weil ich gemerkt habe, das dauert zu lang. Und jedes Mal Elias Mbarek schreibe. Und dann schreibe ich nur noch Elias, aber ich weiß nicht mehr, wann das erste Mal war. Nee. 99 tatsächlich, da habe ich noch Theater gespielt. Ich weiß nicht, wer da eine Unterschrift von mir wollte. Hinten am Bühneneingang, ja. Das war in Italien. Du hast in Italien Theater gespielt? Warum weiß ich so wenig von dir? Es ist unheimlich. Wie war es, als ihr euch zum ersten Mal auf der Kinoleinwand gesehen habt? Ich habe totalen Schreck bekommen, dass meine Stimme so klingt. Dass sie eine Mickey-Maus-Stimme hat, das wusste ich bis dahin noch nicht. Da habe ich einen sehr großen Schreck bekommen. Aber ich habe eh nur einen Satz gesagt, deswegen war es total in Ordnung. Ich habe mich nur geärgert, weil es viel rausgeschnitten wurde. Also es war ganz wenig übrig von dem, was ich vorher gedreht habe. Das fand ich krass. Ich dachte, alles, was gedreht wurde, ist dann im Film. Und dann war überhaupt nichts mehr davon drin und ich war eigentlich gar nicht mehr zu sehen im Film. Ja, ich hab eine krass lange Zeit bei diesem Drehen verbracht und dachte, das war so krass und es war so eine lange und so intensiv. Und dann guckst du den Film und dann dachte so, und das war's dann. Ja, ne? Ja, das war krass. Ich habe davor irgendwie auf Fernsehen viel gemacht und dann war das schon das Tollste, also auf ins Kino zu kommen. Das war so das war so der Goldstandard, da irgendwo hinzukommen. Weil dann alle sagen, ah, das ist nochmal ganz anders auf der großen Leinwand. Aber am Ende ist das Verhältnis Fernseher zu mir vom Bildformat wahrscheinlich ähnlich wie Kino zu mir. Insofern, so viel größer war es dann gar nicht. Was bist du für ein Fernseher? Na gut, Elias. Was war die erste Szene im Film, die ihr gedreht habt? Doch, wir hatten die erste Szene, waren wir. Nee, nein, wir beide. Stimmt, was? Wir beide hatten doch unsere erste Szene. Wir hatten unsere erste Szene, aber die allererste Szene vom Dreh war eure Agenturszene. Wirklich? Also Agenturszene, also Ende, die Ende, das Ende. Und bei uns den Anfang. War es für euch das erste Mal hauptsächlich nur in einem Raum zu drehen und wenn ja, wie war es? So, Flo? Also ich habe einmal einen Film in einem Zug, der im Schnee stecken bleibt, gedreht. Da war ein Zug in einem Studio, das war sehr lustig, also eine Riesenhalle. Ich habe den Vornamen gedreht, der ist nur an einem Tisch gewesen, deswegen war ich so ein bisschen vorbereitet. Aber hier war es tatsächlich nochmal ganz schön viel intensiver. Wegen uns. Ja, das war das erste Mal für mich, dass wir so lange in einem Raum waren, aber das war eigentlich ganz witzig. Ja, für mich war es auch das erste Mal und ich fand es super.